Ja, ein Beispiel zum Zeigerdiagramm und auch ein ganz praktisches Beispiel. Denn was mache ich, wenn ich eine komplexe Impedanz Z habe? Aber leider habe ich nur ein Ampermeter und ein Voltmeter zur Verfügung, das nämlich nur die Werte skalar messen kann. Was kann ich tun? Nun, die Antwort ist, ich mache zwei Messungen. Und die bringen mir, naja, also das U kenne ich sowieso, den U-Betrag. Das bringt mir einen I1-Betrag. Das ist das hier. Und noch eine Messung, und zwar mit einem Widerstand hier, indem ich dann ein I2 bestimmen kann. Und ich kenne ein bekanntes R. Und damit kenne ich natürlich auch ein IR. Das ist sogar noch Betrag und Phase. Nun, das kann ich gleich hinschreiben. Das ist nämlich gleich U durch R. Und ich gebe hier mal Beispielwerte an. Jetzt zum Beispiel 100 Milliampere, 150 Milliampere und in diesem Fall sind auch das 100 Milliampere. Ich habe die Spannung jetzt nicht angegeben und den Widerstand spielt auch keine wirkliche Rolle. Ich werde auch die Impedanz nicht bestimmen, sondern nur eben wirklich den Strom. So, ich mache eine kurze Skizze, damit man mal die Verhältnisse sieht. So, was liegt vor? Zunächst mal hier, I ist das, tragen wir den Strom auf. Und da fangen wir mal an mit dem IR, in diesem Fall 100 Milliampere. So, was wissen wir noch? Wir wissen zudem, wie groß I1 vom Betrag her ist. Und eigentlich ist ja dann IR plus I1, naja, eigentlich vektoriell addiert, das I2. So, was wir jetzt wissen, ist I1, aber wir wissen nur, wenn wir I1 jetzt addieren würden an IR, dann kommt der Punkt irgendwo auf diesem Kreis hier zu liegen. Das ist nämlich der Kreis mit I1 Betrag. Was wir noch wissen ist, dass im Endeffekt die Summe beider auf dem Kreis hier liegt. So, und wenn das so sein muss, dann ist ja wohl an diesem Punkt hier, da, das ist so, das ist eine Handzeichnung, ne? Das I2, das I1 oder da das I1, wir müssen uns entscheiden. Und hier I2. Ich weise nochmal darauf hin, dass die Handzeichnung natürlich nicht so ganz optimal ist. Also der Wert hier müsste natürlich ein bisschen weiter nach rechts, also der Realteil muss auch ein bisschen wachsen. So, was haben wir hier vorliegen? Ja, was wissen wir? Wir wissen aus dem Kosinussatz, hier aus der Geometrie, dass nämlich I2, also die längere Seite Betragsquadrat gleich IR Betragsquadrat plus I1 Betragsquadrat minus 2 IR Betrag mal I1 Betrag
mal Cosinus. Ja, welcher Winkel denn eigentlich? Das hier ist ja der Phasenwinkel von I2, I1. Und der Winkel hier, das wären 180 Grad minus Phi. Der Winkel ist es, den wir hier brauchen, also 180 Grad minus Phi. Nun, das macht nicht wirklich einen Unterschied. Es kehrt als nur das Vorzeichen um, sodass wir haben IR-Betragsquadrat plus I1-Betragsquadrat plus 2 IR-Betrag, I1-Betrag mal Cosinus Phi. Und wir können daraus bestimmen, Phi gleich Arcus Cosinus I2 Betragsquadrat minus IR Betragsquadrat minus I1 Betragsquadrat, großer Bruchstrich, 2 IR I1. So, damit ist I1 komplett bestimmt und mit Z gleich U durch I1 auch die Impedanz. Das war ja das, was wir wollten. Nun, wenn man das Ganze ein bisschen ordentlicher macht und eventuell sogar komplex rechnet, dann setzen wir zunächst mal an. I2 ist gleich IR plus I1. Das ist einfach nur der Knoten. Ich kann das Ganze hier unten nochmal hinlegen. Da. Naja, und das kennen wir nur leider nicht, sondern was wir kennen, ist ja das I2-Betrag. Ich mache mal gleich ein Quadrat daraus. Das ist sicherlich, IR können wir, ich schreibe es mal als Betrag, aber IR können wir als reell annehmen. Da wäre der Betrag eigentlich unnötig. Und dann machen wir noch I1 Betrag mal Cosinus Phi, das ist der Realteil von I1. Das quadrieren wir. Plus I1 Betrag Quadrat mal Sinus Quadrat Phi, das ist der Imaginärteil. So, wir multiplizieren aus, IR Betragsquadrat plus 2 IR-Betrag, I1-Betrag mal Cosinus Phi, das ist der Mischterm hier, plus I1-Betragsquadrat, Cosinus Quadrat Phi plus I1-Betragsquadrat, Sinus Phi ist gleich IR-Betragsquadrat plus Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat macht 1, also I1-Betragsquadrat plus 2 IR, I1, Cosinus Phi. Und das ist genau das, was wir eben hatten. Nämlich genau die Form des Cosinussatzes, die wir hier schon als Cosinussatz erwähnt haben. Nun, dann machen wir jetzt noch eine saubere Skizze zu dem Thema. Mit den Werten, die wir hatten. I1 Betrag gleich 100 Milliampere, I2 Betragsquadrat gleich 150 Milliampere und IR Betrag, nicht Betragsquadrat, sondern Betrag, gleich 100 Milliampere. Tragen wir an. Realteil von I durch Milliampere J. Imaginärteil von I in Milliampere 0. Hier machen wir die 100 hin. Minus J 100. Das soll reichen. So, und dann können wir
wir schon mal den IR antragen. Das ist nämlich der hier das Stück weiterläuft. IR. Relativ einfach. Also ich hatte nicht gesagt, das ist induktiv. Ich male jetzt nur eine Hälfte hin. So, jetzt brauchen wir noch den anderen, das sind 150. Das macht 7,5 cm. Hoffe, man kann es sehen. Ja. Dann ist das der Schnittpunkt. Ich habe hier I1. I2 und kann ich das bestimmen? Fällt mir gerade schwer, ich muss die Achse noch verlängern. Und dann kommen wir hier auf 83 Grad. Und rechnerisch waren es 82,9 Grad. So, damit ist das geschafft.